Hol dir dein Coke für die heißeste Phase der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Serbien gegen Brasilien und Schweiz gegen die Costa Rica. So lauten die letzten beiden Partien in WM-Gruppe E, die entscheiden werden, wer ins Achtelfinale aufsteigt. Damit ein herzliches Grüß Gott aus dem Krone-WM-Studio. Heute an der Expertenbank Felix Gasselich. Hallo. Guten Abend, hallo, grüß dich. Dem nehme ich an, auch nicht entgangen ist, dass Deutschland gerade ausgeschieden ist. Oder? Ja, ich bin noch voller Emotionen. Die Partie war sehr spannend, aber auch sehr leidenschaftslos von den Deutschen. Die Südkoreaner haben das gebracht, was ich mir gedacht habe. Aber die Deutschen, muss ich sagen, waren leidenschaftslos, blutleer, wie man bei uns im Sport sagt. Und ein verdienter Ausstieg in der Vorrunde. Was gibt es dafür für eine Erklärung, wenn es überhaupt eine gibt? Wie kann man als Titelverteidiger so blutleer, wie du es genannt hast, auftreten? Also, mir hat überrascht, dass der Jogi Löw 5 Spieler neu hineingebracht hat. Was für mich eigentlich nicht nötig war in der Startaufstellung, weil die Mannschaft, die 2:1 gewonnen, hätte ich 1:1 übernommen für dieses Spiel. Und er hätte müssen junge, frische Kräfte zusätzlich hineinbringen, so wie den Brandt gleich von Beginn an spielen lassen, den Gomez von Beginn an mit einem 4-3-3 spielen und wirklich auf Druck machen, dass ich am Beginn ein Tor schieße. Und es ist dann so, wie es meistens ist. Ich verlasse mich auf die Spieler wie Toni Kroos, Khedira, die großen Spieler, die sogenannten, die aber an diesem Tag auch nichts zusammengebracht haben. Und die Stürmer sind dann in der Luft gehangen und das Problem bei Deutschland von Beginn an dieser Weltmeisterschaft und auch in der Vorbereitung zu der Weltmeisterschaft war das Mittelfeld. Das Mittelfeld hat bis auf Toni Kroos komplett versagt. Jetzt hat es ja nach diesem Last-Minute-2:1-Sieg gegen die Schweden vielerorts geheißen. Das war jetzt der entscheidende Boost. Jetzt ist Deutschland so richtig im Turnier angekommen und jetzt wird es dahin gehen. Der viel zitierte oder der viel beschworene Boost ist aber sowas von ausgeblieben. Da war überhaupt keine Initialzündung erkennbar. Wir haben auch getippt 3:0 und auch heute, ich habe heute Fußball gespielt, sieht man mir zwar nicht an, aber wir haben Vormittag gespielt und wir haben diskutiert. Top in Form, Felix Gasselich. Haben diskutiert und jeder hat gesagt, also Deutschland kommt halt sicher ins Achtelfinale und dann beim Startwirt, da ist eine Stammtischrunde von Fußballern, haben wir uns das auch angeschaut und dort war genauso keiner davon irgendwie, dass Deutschland das nicht schaffen würde. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr sind uns, glaube ich, die Augen zugefallen, weil Deutschland nichts zusammengebracht hat. Das war eigentlich komisch. Also Deutschlands Ausscheiden ist natürlich die Causa prima, jetzt gerade im Weltfußball. Und trotzdem müssen wir jetzt ganz abrupt einen Haken drunter machen und jetzt uns auf die eigentlichen Spiele konzentrieren und da den Fokus schön langsam auf den Rekordweltmeister legen. Brasilien trifft also auf Serbien. Sehr brasilianisch haben die Brasilianer bis jetzt allerdings noch nicht gespielt, oder? Selbe Problem wie Argentinien und Deutschland. Also die Top-Favoriten, die sogenannten Klassiker, haben bis jetzt nicht viel zusammengebracht. Und bei Brasilien ist es selbe, spielerisch nicht besonders großartig. Neymar fehlt mehr, als was er spielt. Und Serbien ist nicht zu unterschätzen. Mir gefällt die Einstellung von den Serben. Ich hoffe, dass sie natürlich auch versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, weil sie haben noch eine Chance mit einem Sieg. Und Brasilien hat dieser Tage auch damit zu kämpfen, dass es keinen echten Vollstrecker gibt, keinen echten Mittelstürmer, obwohl der Original Ronaldo, wenn man ihn so bezeichnen kann, also der etwas korpulentere Ronaldo, gemeint hat, mit Gabriel Jesus gäbe es einen legitimen Nachfolger von ihm in der Seleção. Und dieser Herr Jesus hat zwar bei Manchester City Verzeihung eingeschlagen wie eine Bombe im Nationalteam, speziell jetzt bei der WM ist er aber doch noch einiges schuldig geblieben. Ganz einfacher Grund. Alles wie bei Messi, bei Argentinien, konzentriert sich das Spiel für Neymar. Neymar bestimmt das Spiel. Er will die meisten Bälle haben und Jesus Gabriel, glaube ich, im Sturm vorne, hat nicht diese Bindung und nicht diese Möglichkeiten wie bei Manchester City, wo er sehr viel angespielt wird durch das System von Guardiola. Und Neymar will unbedingt Weltmeister werden. Sie wollen die Schmach von 2014 ausmerzen und daher versuchen sie ihn zu forcieren. Und ich glaube, der Junge hat Potenzial, er wird sich sicher noch viel stärker ins brasilianische Nationalteam einfügen und werden wir sehen, wenn sie weiterkommen,
wie dann sein Weg sein wird. Und er steht jedenfalls wieder in der Startformation, nämlich Gabriel genau. Jesus. Wir können uns, glaube ich, die Aufstellung ganz kurz anschauen und einen Blick drauf werfen, wenn es wahr ist. Also die ganz großen Überraschungen sind demzufolge ausgeblieben. Coutinho, Jesus und Neymar sollen schon in der Offensive wieder richten. Ich meine, das sind jetzt keine Holzgeschnitzten, muss man sagen. Die sollten eigentlich schon kicken können, Felix. Ja, die können sicher kicken, aber wenn ich mir jetzt die Serben anschaue, das sind robust, körperlich sehr starke Spieler. Haben auch sehr gute Mittelfeldspieler wie den Matic und den Savic. Wobei, glaube ich, wenn sie unter Druck kommen, dass sie vielleicht gegen Neymar sehr viel Fouls begehen werden und dann hat er die Chance mit einem Freistoß oder mit einem Corner oder aus einer Standardsituation, dass sie ja Tore erzielen können, die Brasilianer. Aber sie sollen nicht denselben Fehler machen wie Deutschland vorher, dass sie die Serben unterschätzen und glauben, sie gewinnen es sicher gegen Serbien. Wäre Firmino einmal eine Option in der brasilianischen Startformation für dich? Ja, der Firmino spielt so ähnlich wie der Neymar, der will sehr viele Bälle haben. Und daher glaube ich, das ist wie beim Messi. Der Messi spielt am liebsten mit Higuain, ist eh klar, weil der Higuain ist ein Stürmer, der auf Flanken wartet, der auf Pässe wartet, direkt körperlich gespielt und so bekommt Messi die meisten Bälle, weil es hat kein Dybala gespielt und kein Agüero, die eigentlich auch so ähnlich spielen wie Messi. Und ich glaube, so wird es bei den Brasilianern auch sein. Also er hat lieber in Coutinho und in Jesus vorn, damit er da selbst glänzen kann und dann vorbereiten und selber abschließen kann. Auch die Serben treten weitgehend in Bestformation an, unter anderem wieder mit Stürmer Mitrovic, der im Vorfeld der Partie vor Brasilien relativ wenig Respekt gezeigt hat. Er hat ganz salopp formuliert, also warum soll man Brasilien nicht schlagen? Genau, das ist auch die richtige Einstellung. Mir gefällt dieser Mittelstürmer sehr gut. Ich habe heute mit ein paar Serben auch gesprochen hier in Wien. Und das ist ein Top-Stürmer. Den hätte heute Deutschland gebracht, der immer aggressiv ist, der immer den Zweikampf sucht, der immer gefährlich ist. Und mental auch auf der Höhe. Und mental auf der Höhe ist, weil warum fahre ich zu einer Weltmeisterschaft? Dass ich die Vorrunde überstehe und dann vielleicht Weltmeister werde. Die Chancen sind immer wieder vorhanden und man sieht es auch, es kann in dieser Weltmeisterschaft alles passieren. Zwei Spieler im serbischen Team und auch in der serbischen Startformation sind aus österreichischer Sicht ganz interessant. Zum einen Dusan Tadic, von dem ist vor kurzem bekannt geworden, dass er zu Ajax Amsterdam wechselt. Das ist zum einen der Ex-Club von Felix Gasserlich und zum anderen GL-Quali-Gegner von Sturm Graz. Also das könnte ganz interessant werden. Und der zweite interessante Spieler aus österreichischer Sicht ist Nemanja Matic. Das ist der Bruder vom Neo-Austrianer Uros Matic. Richtig. Also die zwei sollten auch wissen, was sie tun. Ja, das sind sehr interessante Spieler. Und Tadic, bin ich schon gespannt, wie er sich bei Ajax entwickelt. Aber sie werden ja nicht umsonst geholt haben. Wahrscheinlich kann er ein bisschen was. Wenn wir schon von der Austria sprechen und eine Austria-Legende da sitzen haben, hast du ein bisschen Einblicke, wie so die Vorbereitung bei der Austria verläuft? Wie hoffnungsfroh bist du, dass es bei der Austria jetzt wieder bergauf geht? Ich hoffe schon, dass es besser wird. Die Ergebnisse bei den beiden Vorbereitungsspielen haben mich nicht besonders überzeugt, dass es besser wird. Aber schauen wir, sie sind jetzt in der Vorbereitung, sie haben heute ein Spiel und sicherlich noch zwei, drei Vorbereitungsspiele. Dann kommt eh schon der BVB. Und dann beginnt ja schon Cup und Meisterschaft. Also sie haben nicht sehr viel Zeit und sie sollten relativ rasch zu einer Form finden, weil das ist ganz klar, der Start ist das Wichtigste bei einer Meisterschaft. Aber quantitativ ist ja ganz ordentlich aufgerüstet worden. Ja, quantitativ ist gut, aber qualitativ ist besser. Vielleicht bringt ja der angesprochene Herr Matic Qualität ins Spiel. Das könnte ich mir vorstellen, der hat auch bei Sturm sehr gut gespielt, auch mit dem Dzeko. Notwendig ist ja, dass ich vorne einen habe, der dann die Pässe verwerten kann. Da müssen sie noch daran arbeiten. Und im Mittelfeld hoffe ich, dass der Dzeko hart ist, so wie der Australier hier in der Nationalteam, dass der die Meter macht für die anderen, weil entscheidende Position ist der Tormann und das Mittelfeld. Das sieht man auch hier bei der Weltmeisterschaft. Das aber nur ein kleiner Exkurs. Wir wenden uns wieder der Weltmeisterschaft zu und da dem zweiten Gruppenspiel, das jetzt um 20 Uhr angepfiffen wird, nämlich Schweiz gegen Costa Rica, so lautet die Paarung. Und der Schweiz würde zum Aufstieg ins Achtelfinale ein Punkt reichen. Sollte eigentlich machbar sein. Mir gefallen die Schweizer sehr gut. Sie haben eine super Einstellung. Sie geben nie auf und haben auch sehr gute Fußballer drin, wie den Shaqiri oder den Zuber. Das sind wirklich gute Fußballer. Und gegen Brasilien 1-1, 1-0 hinten nach und dann noch aufholen und dem Sieg noch nahe. Also da muss man schon sagen, die Schweizer haben hervorragend gearbeitet, muss man auch sagen.
Nachwuchsarbeit hervorragend in der Schweiz. Was auch vielleicht ein bisschen die Frage beantworten könnte, warum die Schweiz gerade bei großen Ereignissen, sofern Österreich überhaupt dabei ist, immer oder sehr oft bessere Figur macht als Österreich. Nein, die Österreicher, glaube ich, haben auch sehr gute Fußball im Nationalteam und auch im Ausland. Nur die Schweizer spielen in ihren Vereinen auf bestimmende Positionen. Also die sind tragende Rollen, die sie haben. Der Xhaka zum Beispiel bei Gladbach oder der Shaqiri ist zwar jetzt abgestiegen mit Stoke City, aber die haben tragende, führende Rollen in ihren Vereinen. Und das fehlt, glaube ich, bei uns, bei den Österreichern, dass ich diese Leistung in einer Qualifikation abrufen kann und dann später auch in einer Weltmeisterschaft. Und die Schweizer sind auch in der Meisterschaft, das hat man auch gesehen beim Hütter, Young Boys Bern hat jetzt unterschrieben bei Frankfurt, das wird auch honoriert. International, dass die Schweizer gute Spieler haben und werden immer wieder verkauft zu großen Vereinen und die Trainer detto. Und die beiden von dir angesprochenen Herren Xhaka und Shaqiri haben ja beim letzten WM-Gruppenspiel gegen Serbien für sehr zweifelhafte Aufregung gesorgt, sage ich einmal, nämlich mit dem politisch angehauchten Doppeladler-Jubel. Ja, das können Sie ruhig weglassen. Das verfolgt. Nein, das habe ich verfolgt, das ist unnötig. Das bringt gar nichts. Sie spielen für die Schweiz und sie sind Schweizer Nationalspieler. Sie müssen für ihr Land spielen und das ist die Schweiz. Und ihre Wurzeln, okay, haben sie in Albanien, aber das hat am Spielfeld gar nichts zu tun. Und ich muss auch den Gegner respektieren. Kann das Unruhe in die Mannschaft bringen? Oder hat es schon gebracht? Oder wie schwierig ist es ist, sich davon loszulösen? Es ist so, dass, glaube ich, es wird intern besprochen, zwischen den Spielern wird es nicht viel geben. Aber ich glaube, selbst in der Bevölkerung in der Schweiz wird das sicher ein Thema sein, genauso wie Özil und Gündogan. Mhm. Das wird genauso ein Thema jetzt noch werden. Ich habe mich entschieden, dass ich für Deutschland, für Schweiz, für Österreich oder für Amerika spiele, für die USA. Dann bin ich Nationalspieler und habe das zu respektieren, dass ich für diesen Land und mache ein anderes Land nicht nieder, dass ich eben solche Zeichen, das hat absolut im Sport nichts verloren. Also wir werden jetzt gleich sehen, ob die beiden Herrschaften das Thema ad acta legen können und sich ausschließlich auf das Sportliche konzentrieren können. Es geht, wie gesagt, gegen Costa Rica. Für die Mannschaft geht es um nicht mehr viel. Immer gefährlich, Spieler, die sich präsentieren wollen. Auf das, was ich hinaus wollte, der Schweizer Teamchef Petkovic sagt nämlich, genau solche Spiele sind mitunter die gefährlichsten. Genau. Du stimmst ihm zu. Ich stimme ihm vollkommen zu, weil diese Spieler können sich heute noch einmal beweisen, international im Blickpunkt spielen und denen ist es egal jetzt, ob sie 2-3-0 verlieren oder 3-0 gewinnen oder 1-1 spielen, sondern jeder will für sich das Beste herausholen und das sind die gefährlichsten Spieler. Also, wir freuen uns auf ein nicht unbedingt gefährliches, aber hoffentlich spannendes Spiel, genauer genommen auf zwei spannende Spiele, zu denen ich dir obligaterweise die Tipps abbringen muss. Wie geht's aus zwischen Serbien und Brasilien? 1-1. Das heißt, Brasilien wäre damit durch. Schweiz gegen Costa Rica? 3-1. Das heißt also, deine logischen Aufstiegskandidaten sind Brasilien und die Schweiz. Wir werden das genau beobachten und melden uns in der Halbzeit wieder. Jetzt wünschen wir ein spannendes Spiel oder zwei spannende Spiele und bis später. Bis später.